Mein Mentor lebte einst hier. Nun bin ich ein Geist, verlassen von all den. Oh Gott, Magnetilos. Die sind hier nur Elektro. Und es gibt hier noch keine Fähigkeiten. Erdbeben los. So einfach geht das. Übrigens, ich habe gerade hier eine Mitteilung. Meine Downloads sind abgeschlossen. Das ist perfekt. Hier habt ihr jetzt vermutlich einen Cut gehabt. Oh Gott, der EP-Teiler. Der streckt übrigens das LP nochmal auf Folge 87 Millionen. Wenn ich ihn nicht irgendwann loswerde. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Magneton, komm her. Ich mach dich putt. Wie funktioniert das Pokémon-Haus? Also, das ist ja das Pokémon-Haus hier. Ja. Oh Gott, ich krieg eine andere Rübe. Dat EP-Teiler. Noch ein Voltoball. Komm, da kann ich jetzt noch mal Stein rausschicken. Hallo Voltoball. Sag hallo zu Stein. Stein wirft sich selbst. Stein trifft. Es ist sehr effektiv. Stein hat sich selbst so weit gegen einen Gegner geworfen, dass dieser starb. Ich liebe es, wie Finale einfach mal so keinen Schaden macht. Oh Gott, EP-Teiler. Ich glaube, ich werfe das Item gleich weg. Mecker, mecker, Zeta. Wow, unglaublich. Ich weiß, ich bin's. Ein Rad. Ich fühle mich getrollt vom Spiel. Hier gibt's nichts. Jetzt wirkt der Schutz nicht mehr. Da, Topschutz, okay. Wait, what? Da sind Löcher, in die man runterfallen kann? Das ist jetzt uncool. Dieser Ort hier ist riesig. Wieso hast du mich... That logic. Löcher, die man hin... Das hätte man mir auch sagen können. Hey, Vorsicht, du kannst hier runterfallen. Ah, danke, Spiel. Ich hab's verdrängt. Ich hab diesen blöden Ort verdrängt. Aus gutem Grunde. Denn ich hab ihn nicht gemocht, den Ort. Überhaupt nicht. Auch wenn man ein bisschen was über Mew erfährt, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann. Oh Gott, please, stop it. Wenigstens gab dieses eine Pokémon mal EP. Aja! Ich frage mich, wo mein Partner wieder steckt. Ich habe ihn gefunden. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Nun, eigentlich hat Mew nie ein... Egal. Der Film sagt was anderes. Steig euch auf die Dächer. Und dann brülle ich, der Film, aber der Film. Noch ein Tagebuch. 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Oh. Noch ein Tagebuch.
Das Gepiepe macht mich auch leicht nervös hier. Ich mag es nicht, nervös zu sein. Lass mich hier raus, please. Ich will nicht mehr. Hör mit der Quälerei auf. Leave Britney alone. Bitte, 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 hab ich den richtigen... Bitte, bitte, habe ich den richtigen Schalter schon längst gedrückt. Das heißt, ich muss irgendwie... Muss ich jetzt nur mal rein und raus, weil ich den falschen Schalter gedrückt? I'm confused. Ihr überschreibt euch aber irgendwie nicht, ne? Ich glaube, ich hab's geschafft. Oder das Game sagt jetzt so richtig so, fuck you. Muss ich jetzt noch einen Schalter aktivieren oder wie soll ich das verstehen? Ich hätte jetzt noch einen Schalter. So ist es nicht, ne? Ich aktiviere ihn einfach mal. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken. Ja, wer würde es nicht tun? Und dann mal gucken. Vielleicht habe ich es geschafft, jetzt zu öffnen. Sieht aber so aus, als ob ich mit den Schaltern... Oh. Schalter gelten also nur für eine Ebene und nicht für... So wie es ausschaut. Scheint so, zumindest. Damn it. Das heißt, ich musste irgendwie reinfallen oder so. Ja. Oh, diese Stufe 40er Pokémon. Schlimm hier. Ich krieg Plak. So. Ich krieg Plak und hier ist warm. Was bist denn du überhaupt? Top-Trank. Congratulations, you found a useless item. Ah, für den Gang muss ich dich drücken. Schalter gedrückt, so. Lass mich da rein. Und dich jetzt nicht drücken, du verbaust mir wieder alles. Eisen gefunden, yay. So's. Wie ein blödes Radfratz einfach mal so stark ist wie mein blödes Nidoking. Ihr seid beide blöd. Und jetzt verblödet euch. Guckt RTL oder sowas, dann werdet ihr verblödet. Hört auf, mich zu verhohne, piepeln! Ist ja schrecklich mit euch. Okay. Ich muss dich drücken. Damit er will dich zu und dich auf. Muss ich hier runterfallen? Ich
Ich bin ganz ehrlich überfragt, ich verstehe diesen Aufbau mal wieder nicht. Es ist für mich vielleicht einfach zu spät, um darüber nachzudenken? Ach Quatsch, wir sind nur 3.40 Uhr am Morgen. Ich sollte einfach mal vernünftig, zu einer vernünftigen Uhrzeit aufnehmen. Dann würde ich auch viel schneller mit dem Spiel hier durch sein. Nicht, dass ich jetzt Pokémon nicht mögen würde, nur... So früh morgens ist dann doch der... Lernkurven-Dings-Effekt ausgeschalten. Denn ich komme hier nirgends runter. Wobei, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Gamepad, please. Versteckte Schalter, Schalter drücken. Ja, wer würde es nicht tun? Okay, du bist noch offen. Dann muss ich dich öffnen. Es kommt mir halt so vor, dass irgendwie ein Schalter von mir gedrückt werden muss, aber so. Ich komme einfach gerade auf das Rätsel nicht klar. Das ist für mich viel schlimmer. Das tut mir irgendwie weh im Kopf. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Ich glaube, ich bin mit dem Rätsel in Anführungszeichen durch. Ich sollte aufnehmen, wenn ich im Gehirn fitter bin. Und man merke sich, habe was im Kopf, wenn du aufnimmst. Und das nicht nur... Ich könnte auch ein guter Zombie sein. Zumindest würde ich nicht angegriffen werden, aber... Hirnanzeige, Hirnfehlanzeige. Yay! Der EP-Teil hat dafür gesagt, dass Mai endlich mal ein Level Up ist. Woo. Nö, Smogmog wird auch von Nidoking auseinandergerissen. Mit einem Surfer. Arr. Ja, ja, ich bin ein Hobby-Pirat. Oh Gott. EP-Teiler. Ab der zweiten Generation, yay, in der ersten Generation, nee. Yay! Pokémon erreicht neue Level. So. Kapo. Jetzt bin ich in einer noch tieferen Etage und muss... Gibt's hier noch mehr zu lösen? Oh Gott. Bitte nicht. Ich habe doch jetzt schon Probleme mit den Kinderrätseln. Tagbuch, 1.7. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Kannst gerade weiter. Ich weiß nicht, was Calcium, Eisen oder Carbon machen. Also, dass sie irgendwas machen, das weiß ich, aber was genau, das weiß ich halt nicht. Das ist, Metronom, Metronom, ein Pokémon bei... Nein. Müll, ja. Ja.
wirft man dein TM weg, nur um eine andere zu finden? Bist du denn wenigstens eine gute Attacke? Blizzard. Oh. Ich bringe es jetzt einfach mal Nidoking bei. Denn... ist allein, soweit ich weiß, keine neuen Attacken mehr und Giftstachel ist useless. Ich habe Pikachu mit Toxin.